Ich habe in Italien einen Fiat 500 R von 1975 gekauft und will ihn auf eigener Achse nach Hamburg fahren. Im ersten Teil habe ich ihn in Bologna übernommen. Im zweiten Teil habe ich ihn nach München gefahren und mit dem Musiker Neil Mitra Musik damit gemacht. Links zu den Folgen gibt es oben rechts. Heute soll es weitergehen nach Nordhessen. Da mache ich Station im Weintheater des Schauspielers Lutz Jahr. Den kenne ich seit 20 Jahren. Und wenn ihr in der Zeit mal auf Mittelaltermärkten wart, kennt ihr ihn vielleicht auch. Als Dr. Dr. Bombastus. Los geht's! Nach einem Nerd-Frühstück bei Neil bin ich aufgebrochen. Tschüss! Die Strecke von München durch Bayern verlief ohne weitere Zwischenfälle. In Thüringen fiel mir aber auf, dass sich der Motor nicht mehr so gesund anhörte. Sehen wir mal nach. So, aus dem überaus großartigen Fiat 500 Forum kam der Tipp, mal die Keilriemenscheibe an der Lichtmaschine abzuschrauben. Geht überhaupt nicht ab. Ich hab doch WD-40. Ich habe Angst, dass sich der Motor ganz zerlegt. Aber wenn es wirklich nur der Keilriemen ist, könnte ich damit weiterfahren. So, die interessante Frage ist jetzt, ob es das Geräusch immer noch macht. Ich fürchte fast ja. Tja, offensichtlich ja. Es ist also nicht der Keilriemen. Tja, ich habe jetzt erstmal den ADAC angerufen, aber ich fürchte fast, das war erstmal das Ende der Fahrt. Schauen wir mal. Der Mensch vom ADAC meinte, er könnte mich höchstens zur nächsten Werkstatt bringen. Aber es ist Freitagnachmittag nach Feierabend und vor Montag passiert da nichts. Aber er hat noch einen Bekannten angerufen mit den Worten, du kennst dich doch mit alten Autos aus. Mit dem habe ich mich 10 Minuten später getroffen. Und jemand, der mit einem Trabi kommt, hat schon mal die richtige Einstellung. Dann habe ich Gas gegeben, während er ums Auto gekrochen ist. Und so haben wir das Geräusch gefunden. Der Auspuff hat einen Riss und der macht das Geräusch. Damit kann ich unbesorgt weiterfahren. Nochmal vielen Dank. Inzwischen hat es aber angefangen zu regnen und es wurde auch schon dunkel. Mit einiger Verspätung bin ich aber schließlich doch noch in Grebendorf bei Eschwege angekommen und mit einem leckeren späten Abendbrot empfangen worden. Am nächsten Morgen war Besichtigung angesagt. Ja, Flux, komm, dann zeig mal. Oh, ist der süß. Hallo. Guten Tag. Der spricht nur Italienisch, glaube ich, oder? Wie heißt denn du? Der Name, hast du eigentlich recht. Fehlt auch noch. Oh, bist du schön. Guten Tag. Ja. Darf ich mich mal einsetzen? Ja, klar. Ja. Ich bin ja nur... Keine Angst. Oh. Oh, ist das schön. Hallo, Frau Humpf, ich grüße Sie. Schön. Du bist aber ein schönes Auto. Gut, dass du noch nicht auf dem Schrottplatz bist. Aber jetzt sag mal, wie sieht's denn bei dir inzwischen aus? Ja, rein. Lutz hat die alte, seit Jahrzehnten geschlossene Dorfkneipe gekauft, um da eine Mischung aus Weinstube und Minitheater draus zu machen. Leider ist dann aber Corona dazwischen gekommen. Ich mach mal Licht an. Ja, cool. Wow. So sieht mein Weintheater aus.
Die Bühne ist neu, oder? Die Bühne ist neu. Also das ist, die ist auch so, dass man die vergrößern kann, also breiter machen oder länger oder übereinander. Ja. Also das sind mehrere Elemente. Man kann sie auch umstellen, wenn man eine Lesung macht, dass man sagt, man baut die Bühne hier und baut da die Stühle hin. Also es ist alles so flexibel gestaltet, damit das... Wie viele Leute kannst du hier? 38 maximal. Okay. Ja. Also das, dann wird es auch schon wirklich eng. Ja. Und so, also ich sag mal, wenn es nur als Weinstube fungiert, dann sitzen da keine 38 Leute drin, ja, sondern das ist dann eher Barhocker mit Blick auf die Bühne oder irgendwie so. Ne? Ja, niedliche, kuschelige Veranstaltung. Ja, ja, genau. Cool. War halt schon, waren ja zwei Ställe, wo wir die Wand rausgerissen haben und hier einen riesen Eisenträger rein und so. War schon Arbeit. Denn überall neuer Strom verlegt. Die habe ich dann, damit es aussieht, wie als wenn es schon ewig hängt, die sind alle verkleidet worden mit so Stoffhülsen. Diese Kabel sind aber neu verlegt. Cool, und so. Es ist auch ein denkmalgeschütztes Haus. Dem muss man ja auch ein bisschen gerecht werden. Ja, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Toll. Geht's hoffentlich bald los. Ja, 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 auch nicht. Also Corona hat natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber schauen wir mal. Ja. Kurz nach meinem Besuch hat die Eröffnung dann doch stattgefunden. Die Bühne ist kurzerhand nach draußen verlegt worden. Herzlichen Glückwunsch! Zurück zum Fiat. Der Vorbesitzer hat mir den Originalauspuff mitgegeben, denn der kaputte Auspuff ist ein nachträglich montiertes Zubehörteil. Der hat keine ABE, daher muss ich für den TÜV sowieso den alten anbauen. Und ich will ja noch weiter nach Hamburg. Also machen wir uns daran, den Auspuff zu wechseln. Wenn man eine Mutter abschraubt, kann man die Motorhaube abnehmen. Ein Hitzeschutzblech muss abgeschraubt werden und der Auspuff selbst ist mit vier Muttern befestigt. So, der ist hier raus. Der hängt hier an dem Ding. Ja. Yay. So. Tada! Genau. Also hier hast du jetzt schon. Genau. Da drüben nicht. Da drüben ist er. Ah, hier ist genau. Ich würde hier die Mutter reinmachen. Ja, hast du recht. Nicht runterrutscht. Insgesamt hat die Aktion etwa eine halbe Stunde gedauert. Danach hat es zwar ordentlich gequalmt, aber das war nur der Lack auf dem Auspuff, der sich einbrennt. Hat viel länger gedauert. Und damit bin ich bereit für die letzte Etappe. Und wie man schon am Wetter erkennen kann, bin ich inzwischen wieder in Hamburg. Der Kleine hat sogar schon TÜV. Wir haben noch ein bisschen deutsch-italienisches Behörden-Hickhack, vor allem italienisches, aber das lässt sich hoffentlich auch noch klären. Es wird bestimmt noch weitere Fiat 500 Videos geben. Und wenn es irgendetwas gibt, was euch besonders interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten nicht nur der YouTube-Algorithmus. Auch ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis bald.